Leute, und es geht weiter mit dem Let's Play von Vanquish. In den letzten Folgen sind wir auf die Raumstation angekommen, haben ordentlich vielen Robotern voll in den Arsch getreten, haben zwar selbst eine Menge eingesteckt, aber umso mehr ausgeteilt. Und wir sind jetzt am Anfang von Akt 3 und da sag ich doch mal, machen wir doch einfach mal auf Spiel fortsetzen. Vanquish. So, man muss dazu sagen, ich habe schon ein paar Tage jetzt nicht mehr gespielt, weil ich gerade Portal 2 spiele, was übrigens sehr geil ist, kann ich nur empfehlen. So mal nebenbei gesagt. Mehr Männer nimmst du nicht mit? Da draußen ist ein MSOB-2-Feuertrupp, dem werden wir uns anschließen. Yeah, Verstärkung, Verstärkung ist gut. Maven 1. Hier Bravo 6 Zentrale. Ich bin bei Feldkoordinate F28. Wie sieht's bei eurer Position aus? Wir haben starken Widerstand. Wir halten uns bei der Haupttreppe fest. Verstanden, Red Maven 1. Bravo ist unterwegs. Durchhalten. Das werden wir, Bravo 6. So, dann wollen wir mal los. Erstmal hier alles nachladen. Okay, mal gucken, granatmäßig eine Elektrogranate, 4 normale Granaten. Ja, dann wollen wir mal, ne? Mal schauen. Da kommen immer noch mehr! Da sind überhaupt kein Ende hier! Ignoriert die ganzen Blackköpfen! Okay. Kümmert euch um die Romanovs! Du elender Bastard. Wow. Okay, die Dinger sind schon ein bisschen härter. Boah, fuck. So, waren das nicht zwei? Oder ist der andere schon platt? Nein, ist der. Ja! Wow. Lebe, mein Freund! Lebe! Wow. Oh, komm! Verreck! Nicht anhalten, verdammt! Bewegung! Wow. Okay, mach ich denn Deckung hier? Ein Romanov F kommt auf euch zu! Alle Balance anhalten! Wow. Wenn ihr so neugierig seid, heißt es bald dort wieder hier! Wow. Ups, Entschuldigung. Yeah! So mag ich das! Alles klar! So, nochmal. Oh, ich mag den Stunt so gerne, ne? Ich finde ihn so geil. Haltet diese Position! Wow! Kiste! Okay. Alles klar, der ist platt. Und ich nehme ihn doch auch noch gleich mit. Aber irgendwie schießt hier noch einer. Boah. Boah, scheiße. Was geht ab? Huh.
Scheiße, sind die Viecher schnell. Lebe, mein Freund! Uah. Nein! Ach, so eine Kackviecher. Aber ich glaube, das war's. Boah. Sollen wir irgendwas Schönes vergessen? An Muni. Da ist noch eine Kiste. Die nehmen wir nochmal fix mit. Oh, nee, doch lieber nicht. Oh, Granaten. Sollte aber reichen. Jo, finde ich auch. Haben wir noch irgendwas rumliegen? Nö. Alles klar, dann können wir ja weiter. Meine Kollegen sind natürlich schon wieder vorgerannt. Oh, schönes Waffenarsenal hier. Yo, Leute, was geht? Nur mal langsam, wir gehen hier in Stellung. Ja. So, wow. Dich mach ich doch platt. Bäm, Alter! Okay. Ups, falsche Waffe. So, und dich nehmen wir auch noch gleich mit. Hä? Meine Fresse, die kommen auch nach wie Insekten. Wie Unbeziefer hier. Wow. Das muss eine neue Art Romanov sein. Der schaufelt sein eigenes Grab. Bäm. Die Feinde reagieren scheinbar nicht. Gut, mach weiter. Elena, kümmere dich um die Torschlösser. Geht klar. Mann, ich hätte eigentlich gedacht, nach ein paar Tagen habe ich schon wieder die Steuerung halbwegs raus, aber hey, Mann, es geht auch hier ab wie Schmidts Katze. Offen. Okay, los, Bewegung. Jo, die gute Elena macht hier für uns alle Türen auf. Das finde ich richtig nett von ihr. Wo geht's denn lang? Ich kann einfach mal hier lang. Ah, da hinten ist auch der gute Burns. Hm. Super 35! Super 35, gut von euch zu hören. Danke, Bravo 6 Zentrale. Wir sind dem Feind entkommen und auf dem Weg zu euch. Ah, ist schön. Super 35, ihr seid nicht allein da oben. Elena, können die irgendwo landen? Es gibt da vorne eine Landezone. Gut. Super 35, wir treffen uns dort. Bestätigt, Bravo 6. Alles klar, dann wollen wir doch mal die guten Kollegen abholen, ne? Ah, das hinten sieht aber schon sehr nach Schlachtfeld aus. Okay, dann wollen wir mal, ne? Okay. Elena, wie geht's weiter? Wenn ihr über die Zugbrücke und durch das Terminal geht, kommt ihr direkt oben auf dem Highway raus. Cool. Die Zugbrücke ist oben und bewegt sich nicht. Dann müsst ihr eben die manuelle Steuerung auf der anderen Seite finden. Tja, los, Burnsy. Ah, da sind unsere Kollegen. Erste Landung, Bravo 6. Burns, Super 35 soll auf der anderen Seite landen. Geht klar. Habt ihr das gehört, Super 35? Landet auf der anderen Seite der Brücke. Ach du Scheiße. Feindlicher Beschuss. Boah. Was sind das denn für große... Ach du Scheiße. Ja, danke, mein Freund, danke.
Alter. Bäm. Zuerst mal die Kloppe. Wenn dieser Transporter zerstört wird, scheitert die weitere Infiltration der Kolonie. Halt die Augen nach Feinden offen. Mach ich. Pass auf. Kein Widerstand mehr auf der anderen Seite. Wir landen. So eine Bazooka ist richtig praktisch. Aber leider habe ich keine Munition mehr dafür. Liegt hier zufällig noch Bazooka-Munition? Ach, scheiße. Wenn nochmal so ein paar große Klopper kommen, bin ich ziemlich am Arsch. Hören Sie? Ach, da bist du ja. Brücke ist unten. Ihr könnt rüber. Dankeschön. Achtung, Feinde von unten. Von unten? Sammelt euch auf dem zentralen Platz. Zwei weitere Bohrtransporter brechen durch die Oberfläche. Na, das kann ja interessant werden. So. Scheiße! Immer dieses Unkraut. Okay, erstmal werde ich die Flanke hier sichern. Sieht gut aus. Ach du Heilige! Feindlicher Panzer! Boah. Noch mehr zu tun. Großartig. Na, da kommt doch richtig Freude auf. Mann. Ja. Yeah, Mann, ich bin gerade voll gut drauf. Zeitbonus plus 5000 Punkte, Mann. Ich öffne die Tore des Terminals. Es führt zum Highway auf der anderen Seite. Ich war echt fast am Arsch. Ja, das habe ich gesehen. Okay, sammeln wir erstmal die ganze Munition ein. Ich hoffe, hier finde ich Bazooka-Munition. Nein, das will ich nicht. Raketenwerfer, jawohl. Und nochmal Raketenwerfer. Das sieht nützlich aus. Granaten. Nee, das will ich nicht. Nicht ganz ideal. Sollte aber reichen. Jo, sollte reichen. Da liegt noch was. Das will ich aber auch nicht. Was haben wir hier? Oh, Sturmgewehr. Das ist sehr schön. Also das dicke Gewehr, ne? Dann nochmal. Das wird lustig. Yeah. Also, falls ihr rechts unten mal seht, bei unserem Waffenarsenal hier, da haben wir schon das normale Maschinengewehr hier, als auch die Bazooka bereits auf Maximum aufgelevelt. Und unser gutes altes, schweres Sturmgewehr, das braucht noch ein bisschen, aber haben wir fast auch auf Maximum. Falls sich jemand wundert, warum wir die Gegner auf einmal so locker und flockig platt machen, das liegt einfach daran, dass unsere Waffen schon so gut abgeskillt sind, dass wir die einfach richtig locker platt machen können. Okay, Jungs. Können wir weiter? Auf der anderen Seite ist ein Aufzug. Mit dem kommt ihr zum Highway. Geht klar. Ah, das ist ja geil. Das ist ja ein riesengroßer Fahrstuhl. Ah, nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen. Ich bin gerade so gut drauf, ich stürme einfach mal los. Ach du. Die geben nicht auf, was? Alter. Sie werden wohl immer weiter zurückgedrängt. Der Widerstand wird sicher nicht geringer. Die wollen auch nur gewinnen, genau wie wir. Ja, das Problem ist nur, dass sie nicht gewinnen dürfen. Ich öffne die Aufzüge. Danke, Ellie. Gut, kümmere dich drum. So, alle bitte rein. Kein zurücklassen. So, erstmal eine rauchen, bevor es weitergeht. Ach, tut das gut. Gott,
Ich bin bereit, wir können weitermachen.